Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Laura und ich zeige euch heute mein Alltags-Make-up. Ich werde sehr oft gefragt, wie ich mich denn schminke und das ist halt mittlerweile so einfach geworden. Ich schminke mich innerhalb von 20 Minuten oder so. Dass ich das mal von mir behaupte, hätte ich auch nicht geglaubt, weil ich früher so viel Zeit in mein Make-up investiert habe. Zeiten ändern sich und Zeiten ändern dich. Let's go! Also als erstes trage ich immer eine Tagescreme auf. Ich finde, das macht so viel aus, wenn man so eine Feuchtigkeitsspende Tagescreme drauf hat. Dann glänzt die Haut einfach schon schön. Und ich mag es gerne, wenn die Haut glänzt. Let me tell you one thing. Wenn ich etwas liebe, dann ist es so frischer Glow auf der Haut. Ich drücke so jeden letzten Rest auf, weil ich einfach diese Creme nicht mehr finde. Ich trage schön viel auf. Ich weiß, man sollte eigentlich viel weniger Tagescreme benutzen. I'm sorry. Und dann sprühe ich mich mit diesem Facial Spray ein. Wenn ihr euch das Mario Badescu Spray kaufen wollt, kauft euch das Pinke. Ich mag das Grüne einfach nicht. Das riecht nicht mal gut. Ich fange mit dem Collection 2000 Concealer in der Farbe 3 Warm Medium an. Das ist so der einzige Concealer, der mir ganz gut gefällt. Und dann tupfe ich das einfach mit meinen Fingern auf ein. Ich weiß gar nicht, was die richtige Präposition dafür ist. Aber ich finde, es ist voll schwer, einen Concealer zu finden. Es kommt halt voll auf den Hautton an. Ich mag das halt überhaupt nicht, wenn Concealer zu rosa sind und ich dann einfach so rosa unterm Auge habe. So, okay, es macht vielleicht die dunklen Stellen weg, aber dafür bin ich dann halt rosa unterm Auge. Aber ja, der gefällt mir tatsächlich ganz gut. Wie ihr seht, trage ich das auch noch auf meine Nase auf, weil meine Nase einfach irgendwie immer eine andere Farbe hat. Und manchmal auch noch so ein bisschen hier. Und weil ich gerade so ein bisschen Unreinheiten am Kinn bekommen habe, mache ich da auch noch Concealer drauf. Ich mache das normalerweise nicht. Normalerweise lasse ich es einfach nur unter meinen Augen. Aber boah. Hier auf der Wange auch noch ein bisschen und hier mache ich auch noch ein bisschen. Dann gehen wir weiter zu meinen Augenbrauen. Da benutze ich seit 2-3 Jahren die Anastasia Beverly Hills Pomade in der Farbe Ebony. Ist und bleibt einfach nur die beste. Und dann bürste ich erst einmal meine Augenbrauen durch. Und ich habe die gestern endlich mal wieder gezupft. Hier war alles so nachgewachsen, diese ganzen Härchen. Und dann nehme ich einen von diesen Pinseln. Ich habe den zweimal sogar, weil ich den so gut finde. Browline 322 von Zu Eva. Dann nehme ich immer ein bisschen was von der Farbe. Tupfe da so rein und mache das halt auf den Pinsel. Und dann nehme ich den Deckel und dann schmier ich das so ab. Weil ich mag das nicht, wenn zu viel Farbe am Pinsel dran ist. Und dann schmier ich das so ab von beiden Seiten. Und dann wird der Pinsel auch flacher dadurch. So, ich mache dann immer erst unten eine Linie bis zum Ende komplett. So, genauso wie vorne. Soll ich euch mal ein bisschen näher ranholen für meine Augenbrauen? Das kann ich gerne machen, meine lieben Kinder. Dann mache ich hier oben weiter. Mal dann quasi so eine parallele Linie zu der unteren. Und dann mache ich den hier. Sollte man vielleicht nicht machen, weil dann kriegt man Falten, aber ich mache es halt trotzdem. Und das führe ich hier hinten so weiter und mal da auch ein bisschen auf der Stelle, wo ich eigentlich gar keine Haare habe. Dann sieht halt der Teil so ein bisschen weiter oben aus, wisst ihr? Dann hat man hier die Illusion von einem kleinen Lift. Und dann nehme ich wieder ein neues Produkt und mal das hinten erstmal alles aus. Shoutout an meine Gastkinder. Dann male ich die obere Linie nach vorne weiter. Dann nehme ich wieder ein bisschen Produkt, aber wirklich nur wenig so aus dem Deckel. Und dann male ich einfach hier so gerade Linien. Die Haare wachsen halt so ein bisschen so schräg, sage ich mal. Und in der Richtung male ich dann auch noch hier so Linien. Und dann mache ich einfach hier wie so ein kariertes Muster quasi. Und dann nehme ich diese wunderbare Augenbrauenbürste und bürste den vorderen Teil aus. Boah, keine Ahnung, was ich mit dieser Augenbraue gemacht habe, gefällt mir aber nicht. Wieder unten erst einmal eine Linie. Das funktioniert irgendwie bei der Augenbraue viel besser. So, und jetzt das Ganze ausbürsten. Och nee, gefällt mir gar nicht. So, mit den Augenbrauen bin ich jetzt fertig. Und was machen wir als nächsten Schritt? So, Wimpern. Da werde ich ja auch immer super oft gefragt, was für Wimpern ich benutze und so weiter. Ich weiß gerade nicht einmal, welche ich benutze. Ich kaufe immer Wimpern, die relativ ähnlich aussehen. Also die sehen immer alle aus wie die Adele Demi Wispies. Halt von verschiedenen Marken, aber so von der Form her sehen die alle immer ziemlich ähnlich aus. Und das hier sind, glaube ich, Adele Wispies, aber abgeschnitten, weil die... Ich habe mir halt die Wispies gekauft, weil ich dachte so, oh wie cool, die sehen eigentlich ganz schön aus. Aber die waren halt viel zu lang für mein Auge. Und dann musste ich die halt abschneiden und irgendwie habe ich jetzt wieder Demi Wispies. Also es war ein bisschen unnötig, aber egal. Und ich benutze zurzeit diesen Kleber, der hat halt so einen Applikator, was eigentlich nicht schlecht ist zum Auftragen. Aber es ist immer so nervig,
Kleber aus diesem Pot rauszukriegen. So, und das halte ich dann so nebenbei in der Hand und tusche mir schon mal die Wimpern. Einfach nur eine dünne Schicht, damit meine Wimpern halt nicht rausgucken unter den falschen Wimpern. Dann fange ich schon mal an mit meiner Nasenkontur und lasse das noch so ein bisschen weiterhin trocknen. Dann nehme ich den Honolulu Bronzer bei W7. Ich fange mal hier so an. Und mache hier schon mal so einen Schatten hin, auch aufs Auge. Ich mache einfach so eine, quasi so eine leichte Schicht Lidschatten drauf. Aber ich mache das drauf, damit es so eine Verbindung zur Nasenkontur hat. Und es kann auch ruhig im ersten Moment ein bisschen stark sein, weil ich das eh noch ausblenden werde. Ich glaube, es war ein bisschen zu stark. So, hier vorne. Hier auch noch so ein... so ein bisschen Stüpsnäschen wird. So, jetzt kann ich mal die Wimpern auftragen. Auch wenn der Kleber noch nicht ganz getrocknet ist, lege ich die dann wenigstens schon mal aufs Auge und trockne das so ein bisschen an. So, wo habe ich jetzt meinen Pinsel hingetan? Hä? Ah, da. Und dann mache ich Kleber auf die Wimper Nummer 2. Und dann nehme ich diesen Pinsel hier. Ich liebe den. Den habe ich zweimal. Einmal zum Highlighter auftragen und einmal zum Ausblenden meiner Nasenkontur. Das ist der Real Techniques Setting Brush. Ohne Witz. Den braucht ihr in eurem Leben. Damit blende ich dann meine Nasenkontur aus. Hier so schön. Und was ich in letzter Zeit für mich entdeckt habe, Blush aufzutragen ohne Kontur und ohne Highlighter. Leute, ich zeige euch das gleich mal, wenn die Wimper drauf ist, weil dann seht ihr so den ganzen Look. Und das habe ich mir bei Enya abgeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr die YouTuberin kennt. Enya, ja. Ich liebe sie. Und sie trägt immer so ein schönes Make-up, so richtig. Sie hat irgendwie kaum was auf dem Gesicht, aber so richtig viel Rouge. Ich weiß nicht, ich finde das so schön. Ich hatte auch letztens kurz eine Phase, wo ich keinen Highlighter mehr mochte. Aber ich mag es wieder. Keine Sorge, wir sind wieder zurück. Meine ganzen Produkte sind so alle leer irgendwie. Hier ist der Honolulu Bronzer. Da sind nur noch so Krümel drin. Mein Highlighter sieht halt auch einfach leer aus. Da ist nur noch so ein bisschen was. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren wurde ich voll dafür kritisiert, dass meine Produkte immer so benutzt aussehen. Muss ich sagen, tut mir leid, aber ich benutze halt meine Produkte. Deswegen könnte es passieren, dass sie benutzt aussehen tatsächlich. Wenn der Kleber schon weiter angetrocknet ist, gehe ich nochmal mit der Pinzette drüber und presse meine Wimpern mit den falschen Wimpern zusammen. Und dann drücke ich die mit dem Finger nochmal so hoch. Seht ihr? Und ich finde das immer schwer, Tipps zum falsche Wimpern auftragen zu geben. Ich mache das jetzt locker seit 4 Jahren oder so. drei, vier Jahren regelmäßig. Und über die Zeit lernt man das einfach. Aber wenn man das nie macht, dann lernt man das auch nicht. Deswegen, man muss einfach üben und üben und üben. Okay, dann kommen wir jetzt zum Rouge. Ich zeige euch das mal. Benutze von Essence Matte Touch Blush in der Farbe 30 Rose Me Up. Und da fange ich auf meinen Wangen an und trage wirklich viel Rouge auf. Die komplette Wange wird rosa, genauso wie auf der anderen Seite. Und das war es aber noch nicht. Ich gehe ein bisschen auf mein Kinn. Gehe ein bisschen hier so drüber. Und ganz wichtig, ganz viel auf meine Nasenspitze. Zu dunkel, einfach mit dem Finger abmachen, geht immer am besten. Und so sieht es halt aus mit nur Blush. Und ich mag es echt ganz gerne, ich weiß nicht, irgendwie hat das was. Aber ich trage jetzt trotzdem nochmal Kontur auf, damit ihr auch mal hier ein komplettes Glow-Up seht. So, mit meinem zerbröselten Bronzer hier trage ich einfach so ein bisschen hier zusätzlich auf. Und auf der Stirn, ich mag es ganz gerne, wenn viel Bronzer auf der Stirn ist. Hier so in meinen Haaransatz rein. Ich bilde mir halt immer ein, dass es meine Riesenstirn kleiner aussehen lässt. Ob das jetzt stimmt, ist halt eine andere Sache, aber Einbildung ist auch eine Bildung. Und dann trage ich meinen Highlighter auf. Erst einmal meinen Augeninnenwinkel. Ich liebe das, wenn da so richtig viel Highlighter drauf ist. Ordentliche Portion. Danach auf meine Nasenspitze. Und hier auf dem Nasenrücken. Ein bisschen mit dem Finger verblenden. Und hier, wie heißt das nochmal? Aufs Lippenherz, genau. Manchmal trage ich sogar noch ein bisschen auf die Lippe auf, weil ich eh noch Lipgloss auftragen werde. Und dann nehmen wir wieder meinen geliebten Setting Brush. Und dann natürlich erstmal auf den Wangenknochen. Wie ihr seht, blende ich das auch schon mal so ein bisschen hoch. Und dann kommt hier auch noch ein bisschen was drauf über der Augenbraue. Und dann trage ich Lipgloss auf. Ich liebe Lipgloss so sehr. Ich trage irgendwie nicht mehr so gerne Liquid Lipsticks und Lippenstifte oder so, sondern immer Lipgloss. Und das hier ist leider eine Limited Edition von Catrice.
ist einfach ein Golden Lip Booster. Ich liebe den so sehr. Davon einfach eine gute Schicht. Ich habe gerade noch eine andere Idee. Ich lasse das mal nur auf der Unterlippe. Wo ist der andere? Ich habe nämlich dieses wunderbare Teil. Das ist halt aus so einem Geschenkset, was ich mir selbst geschenkt habe von Too Faced. Lip Injection. Ich muss sagen, als ich das erste Mal drauf hatte, habe ich mich so ein bisschen erschrocken, weil die Lippen fühlen sich halt wirklich betäubt an. Und ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Das trage ich jetzt hier auf meine Oberlippe auf. Der ist mir halt eigentlich so ein bisschen zu hell nude. Seht ihr, das ist so ein bisschen Concealer-Style. Deswegen trage ich den immer nur zusammen mit anderem Lipgloss auf. Juicy Color Plumping Lipgloss in der Farbe Milkshake. Und dann, um das Ganze nochmal abzurunden, Facial Spray. Und dann öffne ich mal meine Haare. Extra für euch, weil ich kann mir dieses Vogelnest ja auch jetzt schon nicht mehr angucken. I don't wanna wake up. Lambo Ferrari. Seht ihr das, wie hell diese Strähne einfach ist? Das ist einfach meine Naturhaarfarbe, die einfach in der Sonne ausgeblichen ist. Krass. Shigemi Toto, ja. Mach ich mal eben Ohrringe rein. Dann natürlich meine guten Hoops. Oder wir haben gerade Australier zu Besuch und die haben mir gesagt, die nennen die oder haben die früher Bangles genannt. Das finde ich, das ist auch ein geiler Name, Bangles. Ich mach mal meine Bangles rein. I don't wanna wake up. Und damit ist mein Easy Peasy Lemon Squeezy sehr schnelles und kleines, aber feines Glow-Up beendet. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit irgendwie weiterhelfen. Alle Produkte und so weiter, die ich benutzt habe, schreibe ich euch in die Infobox. Ich würde euch Make-up-mäßig gerne mehr bieten. Aber das ist zurzeit so der einzige Look, den ich immer schminke. Deswegen lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie euch der Look gefällt. Und das war's dann heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.